Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3 im Nachsynchronisationsmodus, wenn man so möchte, denn ich wurde verarscht, mal wieder von Audacity. Ich habe so aufgenommen, alles war gut, mehr oder weniger, alles gut. Und ich hatte meinen PC ja vorher auf neu gesetzt. Moment. Ich hatte meinen PC neu aufgesetzt, so macht das viel mehr Sinn. Und ja, war alles gut. Er wollte aber, ich konnte nicht nachbearbeiten, also das Rauschen nicht entfernen und so den Sound nochmal ein bisschen anpassen, wie ich das halt so mache. Das ging halt alles nicht. Und ja, dann habe ich das alles gespeichert so, damit das schon mal in der Rohform wenigstens da ist. Dann habe ich das, nachdem ich aufgesetzt habe und Audacity neu installiert, weil das war ja vorher noch drauf, habe das gemacht und jetzt redet der hier. Jetzt muss ich kurz warten. Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Hört sich komisch an. Ist schon gut. Ich bring es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. So, der Jason Brody. Alles klar, also weiter geht's. Dann hatte ich das neu geladen und dann war da irgendwie gar nichts gespeichert. Jetzt, naja, synchronisiere ich das nach. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier ein paar, also die nächsten 4 Folgen synchronisiere ich nach. Juhu. Wir müssen jetzt ein paar Marken holen. Die Synchronstimme von Jason Brody, von dem Jason Brody, das darf man nicht vergessen, das ist die gleiche Synchronstimme wie vom Prince of Persia. Zumindest im ersten Teil. Fällt mir gerade mal so auf, weil dann höre ich auch viel genauer hin. Muss ich sagen. Ja. Naja. Haben wir das auch geklärt? Gut. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal genau hier gegen, weil genau so muss man das machen. Sonst kriegen wir keine Marke. Und ich gucke jetzt, wo es die Marken überhaupt gibt. Das weiß ich nämlich auch nicht. Boah, 4 Folgen nachsynchronisieren. Ich habe jetzt noch 25 Minuten vor mir. Yeah, ist richtig gut. Ich könnte ja theoretisch auch sagen, komm, ich lade den Scheiß einfach unkommentiert. Aber ist auch blöd. Ist auch blöd. So, jetzt gucke ich gerade, wo ich da reinkomme. Und ich merke, verdammt, ich muss zurücklaufen. Ich sehe nämlich, dass da oben eine Kanone ist. Und ich glaube, jetzt denke ich, vielleicht muss ich ja dahin. Ich weiß es nicht genau. Deswegen, wir gucken mal uns hier ein bisschen um. Hier ist nichts. Da. Da klettern wir mal runter. Und dann klettern wir da gleich mal rein. Ich dachte, da unten wäre was, aber da ist nichts, dann ist klar. Da. Erste Mal. Yeah. Eine japanische Erkennungsmarke. Und dann geht's hier wieder raus. Da ist nichts. Das heißt, wir können wieder rausklettern. Spitze. Ich muss schon sagen, es ist schon angenehmer, wenn das in 60 FPS läuft. Ich glaube, für manche ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das teilweise auch ein bisschen schneller läuft. Naja, nicht schneller, aber es läuft flüssiger. Dadurch wirkt es schneller, normal. Ne? Wenn man sich mal so Vergleiche anguckt zwischen 30 und 60 FPS, hat man das Gefühl, 60 läuft einfach auch ein bisschen schneller ab, was ja nicht der Fall ist. Es sind halt einfach nur mehr Bilder, deswegen wirkt es nur so. So, wenn man hier irgendwo ist, die zweite Marke hier, hier, ja, hier könnte sein. Hier ist erstmal eine Kiste, die wir mitnehmen und hier ist dann noch eine Marke. Zweite Marke. Yeah. Es läuft richtig, wir sind einfach der Markenspezialist. Ich glaube, irgend so einen tollen Spruch habe ich auch in der Aufnahme gesagt. Irgendwie irgendwas mit Marken, bezogen darauf mit Marken halt, so, ja.
So, ich weiß, wir geben die dann ab. Ich weiß aber nicht mehr, was wir danach machen, muss ich gestehen. Ich kann mir ja nicht alles merken. Es ist schon eine Weile her, dass ich das aufgenommen habe. Ich habe mich ein bisschen, naja, davor gedrückt, das nachzusynchronisieren, weil ich keine Lust darauf hatte. Es ist halt auch immer so nervig, ne? Das ist halt davor, spielst ja selber nicht, machst ja nichts, guckst dir das halt nochmal an. Letzte Marke. Ein Smartphone haben wir gefunden. Jetzt könnten wir eigentlich telephonetisch, genau. Theoretisch jemanden anrufen. Antelefonieren könnten wir jetzt, aber. Da ist kein Akku drin. Scheiße. SIM-Karte fehlt auch. Das ist natürlich blöd. Ich bezweifle, dass es hier ein O2, Vodafone oder was weiß ich nicht, Simio-Shop gibt, wo ich eine SIM-Karte kriege. Das ist natürlich blöd. Naja, wir geben die mal ab. Und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Aber erstmal gucken wir hier noch in die Kiste rein. Oh, eine Jalousie-Sonnenbrille. Was ist das denn? Das war's dann, Mann. Du bist eine Maschine. Jo. Das reicht, um uns das ganze Jahr zu beschäftigen. Drei Marken. Entweder die haben hier nicht sehr viel zu tun. Die kosten ihre Arbeit aus oder die sind scheiße langsam. Das weiß ich jetzt nicht so genau. So, jetzt muss ich gestehen. Okay, wir markieren uns das Ding und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch machen. Aber ich höre Schüsse. Schießen die? Nee, der repariert seine Karre. Ich höre mal von links, von rechts, von links, von rechts, von links und von rechts. Von hier irgendwo. Da, ach so, die ballern einfach nur in die Luft. Die freuen sich, dass sie wieder, dass sie Arbeit haben für ein Jahr wegen den drei Marken wahrscheinlich. Da freuen sie sich jetzt. Kann man mal ein bisschen in die Luft schießen, den ganzen Tag. Haben wir noch ein Jahr Zeit. Lustig wäre es jetzt eigentlich, die schießen, treffen mich und ich bin tot. Das wäre super gewesen, aber nein. Leider nicht. Oder zum Glück nicht. Ja, auch nervig. So, ich muss in die Richtung. Warum muss ich in die... Achso, ich glaube, ich suche ein Auto, ne? Ich glaube, ich suche einen fahrbaren Untersatz und versuche da jetzt irgendwie hinzukommen. Sehe auf der Karte, ich habe, glaube ich, auf der Karte den Weg gar nicht gesehen. Und versuche deswegen ganz verzweifelt hier den Berg hochzulaufen. Aber jetzt habe ich die Straße gesehen und da ist das Quad und dann wollen wir mal. Eigentlich sollen wir zu Citra, aber das machen wir nicht. Später. Wir haben jetzt keine Zeit dahin zu gehen, wir haben hier ein bisschen auf der Insel noch zu tun. Wir müssen ein paar Lager einnehmen. Ups. Ups. Und ja. Also der Plan ist, das kann ich jetzt erläutern, das erläutere ich, hatte ich dann in der Aufnahme später erläutert, aber wenn erstmal so ein bisschen die Lager machen und die Türme natürlich einnehmen, die wir auf dem Weg zu Citra haben, also so in einem halben Kreis sozusagen, man sieht das hier überhaupt nicht, aber ich kann es ja trotzdem erzählen, die Karte geht dann nach rechts noch ein bisschen weiter, eins nach unten, dann wieder nach links und dann sind wir eh bei Citra und genau so werden wir jetzt verfahren in den nächsten Folgen. Ja, that's the plan. Später sieht man das auch nochmal auf der Karte. Und da werde ich das dann einfach auch nochmal erklären. Nee, du. Oh. So, die fahren wir einfach platt. Zumindest einen fahren wir einfach platt. Wir helfen ihnen mal ein bisschen. Wir fahren hier außen wahrscheinlich, ja, hier. Und dann bin ich ja schon beim Lager. Es kam etwas schneller als gedacht, muss ich gestehen. So, jetzt brauche ich natürlich einen sehr guten Ort, wo ich das mal angucken kann. Und den habe ich dort oben entdeckt und bin mal der Meinung, da ist alles super, da kann man das mal machen. So, jetzt holen wir mal hier unser... Nee, jetzt holen wir das Ding raus. Ja, dann geh doch. Meine Güte. Mehr sehe ich gerade nicht. Drei Stück. Es sind hier aber mehr. Und da ich natürlich jetzt auch das falsche Scharfschützengewehr habe, hören die mich natürlich. Ich hatte vorher nämlich eins, was ja Silence ist. Da ist auch noch einer. So, dann haben wir einen Fuß weggeschossen. Braucht er eh nicht mehr das Bein.
müsste irgendein einer sein, der hat mich gerade entdeckt. Da. Das ist auch verdummt. Ich habe auf den einen geschossen, den anderen getroffen. Und er holt natürlich, weißt du, er macht jetzt natürlich hier Verstärkung rufen. Jetzt gehen wir mal runter. Jetzt gehen wir mal mit ihm infight, würde ich sagen. Hi. Trottel. So, das Ding machen wir kaputt. Kommen natürlich trotzdem angeschissen, aber das ist kein Problem. Ich habe noch ein paar Granaten. Und die bin ich bereitwillig zu teilen. Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Die bin ich bereitwillig zu teilen? Ich teile sie bereitwillig. Nee, hast mich gar nicht, du Pisser. So, hier. Noch ein paar Truppen von denen. Da gibt es noch eine Granate. Boom! Juhu! Multikill! Ich glaube, das war's. Oder? Nee, das war's noch nicht, weil da kommen noch welche. Hier, kriegt auch nochmal ein Granätchen. Puff. Der hat natürlich überlebt, der auf dem Wagen. Na klar. Jetzt war's das. Denn sie wissen, was sie tun. Ich glaube, so nenne ich die Folge einfach. Warum nicht? Ich benenne die einfach nach den Erfolgen, die ich freischalte. Nach den Achievements. So, hier haben wir so einen Mordauftrag. Nee, ist das ein Mordauftrag? Ja. Finde ich doof. Irgendwie. Ich bin ja auch momentan am Überlegen. Ich würde gern, aber es ist quasi vorbereitend das erste Projekt von der PlayStation 3. Ich habe eine PlayStation 3, habe ich mir gestern besorgt. Für euch ist das 4-5 Tage her. Habe ich mir die besorgt. Von einem Kumpel habe ich mir die ausgeliehen, weil der die eh nicht mehr benutzt. Und jetzt fehlt mir ja noch was, damit ich das aufnehmen kann. Vielleicht habe ich das schon bekommen. Vielleicht bekomme ich das noch. Und dann ist es vielleicht... Nee, na, gestartet ist es wahrscheinlich noch nicht. Weil da muss ich ja erst gucken, wie man das alles einrichtet und so. So, hier sieht man es. Genau, hier, da, das mache ich erstmal. Zack, zack, bis da. Hier mit dem Affen und so. Ne? Hier sieht man es. Zack, zack. Wunderschön. Und dann gehen wir nämlich hier nach unten. Ja. Und dann gehen wir da lang und da. Da habe ich den Weg wunderschön gezeigt. Super. Genau so machen wir das. Das ist der Plan. Und dann sind wir eh bei Citra. Und bis ich da bin, nehme ich halt ganzen Lager noch ein. Warum nicht? Es sind ja nur 34 Stück, kann man machen. Ja, wie gesagt, hier Fahrzeug reparieren. Ich dachte, man kann es reparieren, weil das ich vermisse das ja ein bisschen aus Far Cry 2. Ich fand das super. Aber es geht nicht. Es ist unmöglich. Naja. Dafür bin ich gemacht. Super für dich. Freut mich. So, hier ist ein neues Auto. Nehmen wir einfach das. Ja, wie gesagt, dann brauche ich halt noch eine Elgato oder irgendwas zum Aufnehmen. Und dann geht es quasi los. Dann ist zwar noch ein Projekt mehr, aber das ist mir egal. Das wäre quasi ein Herzensprojekt. Welches das ist, werde ich jetzt noch nicht verraten. Das wird man nämlich sehen, wenn es soweit ist. Es ist auf jeden Fall eine super Spielereihe, die ich ja sogar... Ich würde fast sagen, ich finde sie besser als Mass Effect. Ich habe schon mal, glaube ich, auch erwähnt, welche ich besser finde als Mass Effect. Ich weiß aber nicht mehr wann. Keine Ahnung. Vielleicht in einem Livestream oder... Irgendwann habe ich es mal erwähnt. Ich weiß aber echt nicht mehr wann. Keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht alles merken, ne? So, wir müssen hier lang. Ich versuche mal hier... Nee, das geht nicht. Aber ich versuche es nochmal, weil ich glaube... Nein, es funktioniert nicht. Es ist quasi unmöglich. Das heißt, ich muss mir jetzt einen anderen Weg suchen. Fahren wir einfach hier außen rum. Es ist ja auch kein Problem. So, 14 Minuten haben wir noch. Boah, so nachsynchronisieren ist echt ein bisschen langweilig. Wenn man dann auch nicht weiß, worüber... Also wenn man selber spielt, ne, dann ist das was anderes. Dann kann man sich ein bisschen mehr zum Spiel aussehen, wenn man gerade da mitten dabei ist und das alles erlebt. Aber so nachsynchronisieren, das ist schon immer... Ja. Ich weiß halt auch nicht mehr, was passiert ist. Und dann... Das ist halt manchmal, weil ich dann mir auch ein paar Tage Zeit lasse damit. Und naja. Upsala! Das tut mir aber total leid. Und ich merke gerade, ich übersteuere ein wenig. Da würde ich ja quasi mal direkt jetzt das Mikro ein wenig leiser stellen. Ja,
so ist ganz gut. Das war krass. Mit Windows 10. Das ist mein Mikrofon auf 100. Ich habe das gerade auf 95 gehabt. So hatte ich das gerade. Dann übersteuert man relativ schnell. Und wenn ich es auf 93 stelle, ist das eigentlich so leise. Da kann ich auch ein bisschen lauter sprechen und da passiert nichts mehr. Dann übersteuere ich auch nicht mehr. Und als ich noch Windows 7 hatte, hatte ich das Mikrofon auf 49 stehen. Aber in Windows 10, da muss man schon fast, also auf 90. Alles unter 90, da hört man nichts mehr. Das ist mega leise. Aber das ist super, dass ich das jetzt hier einfach so einstellen kann. So. Ich denke mal, so müsste das ganz gut passen. Ich mache das ja eh nachher noch ein bisschen lauter, dann ist das schon schön. Ich habe anscheinend gerade ein paar Wegfindungsschwierigkeiten, die dürften sich aber bald legen, wenn ich merke, wie ich da hinkomme. Da oben geht es nicht hoch, dann fahren wir einfach hier lang und fahren hier hoch, das ist ja kein Problem. Wir sind ja flexibel, boah, manchmal fahre ich aber auch wie so ein Besoffener, ey. Gut, das liegt vielleicht daran, dass ich besoffen bin, aber das ist reine Spekulatius und da, ne, das weiß man halt auch nicht. Nur ich komme hier irgendwie nicht weiter. Dann fahren wir hier lang. Boah, knapp am Baum vorbeigestrived. So, hier ist gleich das Lager irgendwo. Da, hallo. Da war ich schon ein bisschen zu nah. Was blöd ist, ich habe hier keine gute Position irgendwie. Ah, das ist halt doof. Ich muss jetzt irgendwie versuchen. Ich glaube, ich gehe da nach hinten. Und versuche von da das Ganze ein bisschen zu... Das Licht ist schön. Versuche das Ganze mal von hier ein bisschen zu beobachten. Was natürlich nicht klappt, weil mir kommen da Autos entgegen. Warum nehme ich die in die Hand? Au! Pissnäcke, hier. Ich spüre meine Kugeln. Jetzt haben die mich natürlich gehört im Lager. Das heißt, Überraschungsangriff ist auch für den Arsch. Wir sind in einer halben Minute da. Da haben sie Verstärkung gerufen, ja. Scheiße. Da unten kommen, ist ein Hund. Der kackt gerade in den Busch. Das Ding war eiskalt vorbeigeschossen. Das war aber auch beabsichtigt. Weil treffen kann jeder. Da kommen nochmal Leute. Boah. Es ist so nervig, ne? Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier überlebe oder ob ich sterbe und das nochmal machen muss. Könnte nämlich auch sein. Aber ich habe hier einen Kopfschuss gelandet. So ist das doch schön. So lasse ich mir den ganzen Spaß doch gefallen. Da unten steht noch einer, den machen wir mal eben hier per Headshot weg. Schmeißen irgendwo genau auf die Motorhaube. Ja, muss man ja erstmal nachmachen, sowas, ne? Ich habe aber auch einen Spritzenverschleiß, ey, Verbrauch. Das ist ja ziemlich krass. Jetzt habe ich kaum noch Leben. Holen wir uns hier mal eben eine Kugel aus dem Arm. Wächst natürlich auch sofort wieder zu. Dann sieht die Tätowierung ja scheiße aus. Das können wir nicht zulassen. So, da machen wir mal einen Bodenschuss. Da kommt einer noch und da ist einer noch. Und dann ist da immer noch einer. Aber der ist nicht weg. So, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Und wir haben gesehen, da gibt es eine neue Jagd-Herausforderung. Ich glaube, die machen wir jetzt auch. Ich glaube, da müssen wir irgend so einen Weißbauch-Tapir oder sowas fangen. Irgendwie sowas in der Art war's. Aber erstmal werden wir die hier noch looten. Ich halte das für eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Soll ich das machen jetzt? Achso, jetzt stellen wir, glaube ich, irgendwas her. Medizin natürlich. Medizin ist immer eine gute und wichtige Sache. Ich bin leider voll. Naja. Gut, viel Medizin ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Kann man schon machen. So, was brauche ich hier? Fell des Einhorns. Das Einhorn ist natürlich Nashorn und kein Einhorn. Das wäre auch Quatsch. Und nochmal Fell des Einhorns. Was brauchen wir denn für die Brieftasche? Ach Mensch, Fell des Einhorns. Ah. Sehr gut. So, hier bräuchten wir Dingo-Fell. Ich weiß immer noch nicht, bis heute, was Dingos sind. Oder wo ich die finde. Ich finde immer nur Hunde. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich
die auch benutzen kann. Hunde und Dingos sind das gleiche in diesem Spiel. Ich bin mir da ziemlich sicher. Boah, ich höre hier gerade was. Irgend so ein Knattern. Aber ich glaube, das kommt von der Straße und nicht von meinem PC. Dann ist alles gut. Die machen dann die Bauarbeiten. Im Haus die Bauarbeiten sind ja sozusagen beendet. Morgen. Warte mal. Ja, morgen. Also am letzte Woche Dienstag. Oder letzte Woche. Wann kommt denn das hier raus? Heute kommt die 8. Folge. So. Das ist jetzt die Folge 13. Wenn ich richtig informiert bin. Ah, 9, 10, 11, 12, 13, das heißt in 5 Tagen, das heißt, diese Woche war das. Diese Woche Dienstag hat nämlich bei mir im Haus ein Kindergarten aufgemacht. Das ist bestimmt total super, wenn die ganzen Kinder draußen auf ihrem Spielplatz spielen und da rumblöken. Bestimmt hammergeil. Nicht. So, wir haben ja ein bisschen über Jagdinstinkt, werde ich mir jetzt mal eben spritzen, weil damit finde ich Tapire. Ich glaube, das war auch das mit dem Tapir. Ich habe gar nicht gelesen, was da stand. Ich habe gerade irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, da habe ich gelauscht, woher dieses Geräusch kommt. Ich habe ja immer bei so einem Geräusch in Panik, wenn ich das nicht sofort orten kann, wo das herkommt. Hatte ich gestern Nacht. Also ich habe zwar einen Fernseher, ich gucke aber kein Fernsehen. Ich benutze den eigentlich, wenn ich dann im Bett liege, dann gucke ich mir YouTube-Videos an oder halt irgendwas auf Netflix oder was weiß ich, ne? Filme, Serien etc. pp. Oder ich spiele manchmal auch drauf. So, und spiele mit Controller, spiele ich auch gerne mal auf dem Fernseher. Auf jeden Fall, ich liege so im Bett, auf einmal höre ich ein Brummen. Ja. Und dachte mir schon, das Video ist irgendwie so ein bisschen asynchron. Hab mir aber erstmal nichts bei gedacht, weil ich dachte, egal. Und dann irgendwann fängt dieses Brummen an. Und ich dachte, das war mein PC. Ich gehe erstmal zu meinem PC, hör so und dachte auch, ach guck mal, das könnte vom PC kommen. Da habe ich den PC nochmal ausgeschaltet. Dann war das Brummen auf einmal weg. Da dachte ich, ja, auf jeden Fall war es der PC. Dann mache ich den PC wieder an, ist das Brummen wieder da. Ich guck, woran liegt das, woran könnte das denn liegen? Dann dachte ich, ja, egal jetzt, ich werde jetzt weiter gucken. Auf einmal hatte ich in dem Video, was ich vorher geguckt habe, das habe ich dann weiterlaufen lassen, hatte ich dann keinen richtigen Ton mehr. Also ganz dumpf, ganz leise. Und dann höre ich nochmal genauer hin, dann war das Brummen nicht von meinem PC, sondern von den Boxen, die ich an den PC angeschlossen habe, weil der Stecker nicht mehr richtig drin war. Ja, so ist das manchmal. Das hat sich echt original angehört, als ob da so ein Lüfter rumbrummt. Naja, manchmal ist das echt komisch. Aber hat sich ja dann am Ende doch noch geklärt. Ach, schoch, den Scheiß, ey. Ich verkack das auch noch, ne? Ich glaube, ich muss das zweimal machen, weil ich es einmal verkacke. Deswegen geht die Folge auch so lang. So, ich muss, was muss ich finden? Ja, den Weißbauchtapir. Habe ich schon gesagt, Weißbauchtapir, oder? War nicht gut. Aber, weil ich ja ziemlich sicher war, dass ich sowieso Tapir-Fellhaut brauchte, nehme ich das auch mit. Ein Tapir hat doch gar kein Fell. Oder? Ist doch einfach nur Haut. Die sind doch wie Elefanten. Das sind quasi Elefanten. Nur kleiner. Aber sonst? Ich glaube, ich gucke das mal nach und ich werde das dann einblenden, wenn ich es nicht vergesse, ob die ein Fell haben oder ob die kein Fell haben, weil das würde mich interessieren. Ich bin der Meinung, die haben kein Fell. Das kann aber auch daran liegen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ein Tapir aussieht. Ich habe noch nie ein Tapir. Wobei, doch, im Zoo hat man schon mal ein Tapir, aber ich war schon lange nicht mehr im Zoo. Ich müsste mal wieder in den Zoo, fällt mir da gerade ein. Bam. Ja, ich müsste mal wieder in den Zoo. Ich weiß jetzt so, aber nicht, da ist er. Da haben wir ihn, den Weißbauchtapir, mit einer... Du musst normale Pfeile benutzen! Ist doch scheißegal, ey. Ich habe einen Pfeil benutzt, der ist tot. Außerdem ist der direkt flambiert, kann ich essen. Aber nein! Mann, ey. Wobei, warte mal. Ich mach mal Folgendes. Das musste ich auch noch in der Folge schneiden, den Sound.
So, ich guck jetzt schnell. Tapir. Ach, guck mal, da sieht man sogar so einen Weißbauchtapir hier direkt. Gucken wir mal Wikipedia. Die sehen hier nicht so aus, als ob die ein Fell hätten. Die sehen aus wie kleine Mini-Baby-Elefanten. Also Baby-Elefanten in kleinen, mit ganz kurzem Rüssel. Hat ein Tapir hier ein Fell? Schabrackentapir gibt es auch. Das Fell ist bei den amerikanischen Arten. Das ist doch kein Fell. Das ist aber sehr kurz. Also für mich ist Fell das, was eine Katze oder ein Hund hat. Das ist doch... Sie scheinen Tatsache ein Fell zu besitzen. Oh, Gell. Gell gibt es natürlich nicht. Fell. Aber wobei, gut. Ja, das ist so ganz, ganz kurz. Ja, das ist aber kein echtes Fell, das sind eher so Borsten. Ja, halt so ein bisschen schweinemäßig, ne? Nach einigen Wochen beginnt das Fellmuster der Jungtiere allmählich zu verschwinden. Aha, die haben das hier falsch betitelt. Das ist gar kein Weißbauchtapir. Das, was wir jetzt sagen müssen, ist ein Schabrackentapir. Ja. Bildungsauftrag direkt mal erfüllt, würde ich sagen. Wisst ihr Bescheid, das ist ein Schabrackentapir und kein Weißbauchtapir. Man wird ja auch noch voll verarscht. Ey. Aber die sehen genauso aus. Deswegen vermute ich mal. Vielleicht nennt man die auch in nicht so gebildeten Kreisen, wie wir uns natürlich gerade bewegen, nennt man die auch anders. Hier, guck mal, zack, warte mal, von hier. Getroffen. Ich wusste direkt, ich muss ein bisschen höher zielen. Meine alte, nicht vorhandene Jägerausbildung und Erfahrung hat mir dabei geholfen. Ich bin ja auch Robin Hood von der Bananenplantage und da wusste ich halt, ich muss ein Stückchen nach oben ziehen, damit ich treffen kann. Wo kommen denn so eine Tapire eigentlich vor? Ich habe schon gesehen in irgendwo Südamerika und wahrscheinlich noch auf ganz vielen anderen Arten und überhaupt. In manchen Regionen werden die Tapire wegen ihres Fleisches und ihrer Häute bejagt. Ah, Häute, da steht's. Das sind Borsten halt. Das ist kein echtes Fell, das ist echt so wie beim Schwein. Ein Warzenschwein hat... Ja, wenn, dann hätte das Fell, aber die sehen mir eher ein bisschen wie Schweine aus und ein Schwein hat für mich kein Fell. So, ich bleibe bei meiner Meinung, die haben eine Haut und kein Fell und das sollte mal umgeschrieben werden, wenn ich das sage. Wäre wohl. Da kann ich nur zu raten, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt noch ein bisschen was gelernt über Tapire. Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr da mal einen Aufsatz habt, dann wisst ihr gleich, Weißbauchtapire sind Schabrackentapire. Und ich habe gesagt, die haben kein Fell, sondern nur eine Haut. So sieht's halt aus. Da die Folge gleich endet, bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin, haut rein.